Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es mal um die Symptome, die eine Katze zeigt, wenn sie sich vergiftet hat. Also ich nenne euch verschiedene Symptome, an denen ihr erkennen könnt, ob sich eure Katze eventuell vergiftet hat, dass man einfach rechtzeitig Bescheid weiß. Es kommt natürlich ganz darauf an, wie viel Gift die Katze überhaupt aufgenommen hat. Aber ein Symptom sind zum Beispiel Blutungen. Zum Beispiel, dass die Katze an der Nase oder auch am Maul blutet. Es können aber auch Schleimhautblutungen, Blut im Kot oder Blut im Urin vorhanden sein oder dass die Katze halt dauerhaft Blut verliert. Dann müsstet ihr auf jeden Fall schon mal schauen, was nicht stimmt. Es können natürlich auch Verletzungen sein, aber es könnte auch aufgrund von einer Vergiftung sein. Ein weiteres Symptom ist natürlich Schwäche, also wenn euer Tier auf einmal sich kaum noch bewegt, kaum frisst, kaum spielt und sich eher zurückzieht, daran erkennt man meistens, dass es einem Tier nicht gut geht. Ein weiteres Zeichen ist es auch, wenn eure Katze zum Beispiel nicht mehr richtig läuft, sondern eher so taumelt und ja hin und her schwankt, generell sehr geschwächt ist und halt gar nicht mehr richtig laufen kann. Aber die häufigsten Symptome, die man bei einer Vergiftung erkennen kann, sind zum Beispiel Symptome am Magen-Darm-Trakt, dass die Katze Durchfall hat oder sich häufig übergibt oder auch so eine Art Schaum am Mund hat, also viel Speichel. Das ist meistens auch ein sehr eindeutiges und gleichzeitig aber natürlich auch schlechtes und gefährliches Zeichen. Wenn eure Katze zittert, schwankt, Krämpfe hat, dann sind das neurologische Symptome und diese sind auch dann schon sehr arg. Also das sind sehr starke Symptome und da sollte man auf jeden Fall so schnell wie es geht zum Tierarzt gehen. Generell solltet ihr, sobald ihr merkt, dass mit eurem Tier irgendwas nicht stimmt und dass es sich sehr komisch verhält und auch geschwächt ist und so, dann ist es eigentlich immer am besten, wenn man zum Tierarzt geht und einfach das Tier mal abchecken lässt. Ein weiteres Symptom sind zum Beispiel Atemprobleme, denn die Katzen nehmen ja die Giftstoffe entweder über die Nase oder halt über den Mund auf, entweder über Gerüche oder halt indem sie etwas fressen, was vergiftet ist oder beziehungsweise was giftig ist. Achtet einfach darauf, dass ihr nichts Giftiges für eure Katzen habt. Ich habe auch schon mal ein Video zu giftigen Pflanzen gemacht. Da könnt ihr einfach mal vorbeischauen. Aber falls es dazu kommt, man weiß ja nicht, manche Leute legen ja Giftköder oder sowas aus. Und ihr erkennt an den Symptomen, dass eure Katze eventuell vergiftet sein könnte, dann solltet ihr so schnell es geht zum Tierarzt gehen. So, das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat und vielleicht ja auch helfen konnte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!